Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir schauen uns heute die P- und N-Dotierung an, wie diese beiden Methoden Halbleiter besser leiten lassen. Ihr solltet für dieses Video auf jeden Fall wissen, warum Halbleiter leiten. Wenn nicht, dazu habe ich schon ein Video gemacht. Los geht's! Starten wir mal mit der N-Dotierung. Ihr wisst, dass Halbleiter wie zum Beispiel Silizium aus der vierten Hauptgruppe kommen im Periodensystem. Das bedeutet, die vierte Hauptgruppe, die haben einfach nur vier Außenelektronen. Elemente in der vierten Hauptgruppe gehen also vier Verbindungen ein und das könnt ihr hier sehen. Hier haben wir 1, 2, 3, 4 und hier 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Baba-mäßig. Und bei der Dotierung, bei der N-Dotierung, nehmen wir jetzt ein Element aus der fünften Hauptgruppe, zum Beispiel Arsen, und verunreinigen unseren Halbleiter aus der vierten Hauptgruppe wie Silizium mit diesem Element aus der fünften Hauptgruppe. Der Zweck davon ist, dass Elemente in der fünften Hauptgruppe fünf Außenelektronen haben. Für die Bindung mit Silizium brauchen sie aber nur vier. Das könnt ihr hier sehen. 1, 2, 3, 4. Das bedeutet, ein Außenvalenzelektron bleibt übrig. Und der ist jetzt ein Ladungsträger, der ohne Energiezufuhr einfach den Strom leitet. Und wenn ich das jetzt ein paar Mal mache und ich schließe hier jetzt einmal den Minuspol an und ich schließe hier den Pluspol an, dann wandern die Elektronen logischerweise Richtung Pluspol. Und dadurch, dass ich hier jetzt ein paar Elektronen mehr habe, leitet das Ganze besser. So viel zur N-Dotierung. Kommen wir jetzt mal zur P-Dotierung. Da macht man nämlich genau das Gegenteil. Man nimmt ein Element aus der dritten Hauptgruppe, zum Beispiel Aluminium. Aluminium hat drei Außenelektronen. Für die Bindung mit Silizium braucht er aber vier. Das bedeutet, uns fehlt hier eine Bindung, wie ihr sehen könnt. Und die verhält sich jetzt positiv. Weil hier eine Bindung fehlt, verhält sich das Ganze positiv. Es ist ein Loch da. Silizium sagt also im Prinzip, yo, ich hätte gerne jetzt ein weiteres Elektron, und das sorgt dazu, dass ein Elektron, der zum Beispiel hier ist, sich von seiner Bindung löst und dieses Loch füllt. Und dann fehlt hier wieder eine Bindung und dann schnappt man sich diese Bindung wieder von dem Nachbarn im Prinzip und dann wandert das Loch sozusagen in Richtung Minuspol, weil die Elektronen wandern ja in Richtung Pluspol, die gehen dahin, da ist Plus, da ist Minus, da gehen die Elektronen hin und deshalb wandern die Löcher Richtung Minuspol. Und wie gesagt, diese Löcher, weil sie wie eine positive Ladung sich verhalten im Prinzip, sorgen dafür, dass wir hier weniger Widerstand haben, weil sie im Prinzip Elektronen anziehen, um die Bindung voll zu machen. Und dadurch können wir Halbleiter besser leiten lassen. Jetzt könnt ihr euch denken, nimm doch einen Leiter, irgendwie Kupfer oder so. Warum musst du unbedingt jetzt einen Halbleiter nehmen, wenn du willst, dass er besser leitet? Der Grund liegt darin, dass Halbleiter unverzichtbar sind. Ihr seht sie zum Beispiel bei Solarzellen. Die kann man als Lichtsensor benutzen, als LDR. In dem Rauchmelder, den ich hier im Raum habe und ihr hoffentlich auch, ist ein Halbleiter, der als Lichtsensor dient und dementsprechend messen kann, ob bei euch Rauch ist. Aber P- und N-Dotierung braucht ihr bei etwas, was ihr sehr doll liebt. Sehr viele Streamer haben das, sehr viele Leute möchten sowas in ihrem Zimmer haben. Eine LED. Eine LED besteht aus einem Halbleiter, der auf der einen Seite P-dotiert, auf der anderen Seite N-dotiert ist. Und das schauen wir uns im nächsten Video an, den P-N-Übergang. Ja, meine Freunde, das war's in diesem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt daraus was gelernt. Das ist natürlich das Wichtigste. Falls bei euch Fragen auftauchen, wie immer natürlich gerne in die Kommentare stellen. Rückmeldung am besten auch, damit ich weiß, wie ich mich verbessern kann. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.